In Zeig mir deine Welt laden mich Menschen mit Down-Syndrom zu sich ein. Ich bin Kai. Hallo. Kai, Schlaube. Schlaube. Heute lerne ich Anna aus Leichlingen kennen. In der Schule wurde ich viel geärgert. Auch brutal. Die 28-Jährige hat einen tollen Job in einer Kita. Die Anna könnte ja dich als Mann nehmen. Nein. Und sie liebt Pferde. Ich finde den Gang nicht. Ja! Sie hat ja einen Bock. Ein Wiedersehen mit Ottavio. Er hat ein Ziel. Aus Seepferdchen soll Silber werden. Und Tom, er zeigt mir sein Bergisch Gladbach. Du bist der verrückte Kerl. Das ist Anna. Sie lebt in diesem schönen Fachwerkhaus in Leichlingen. Ihre Eltern, Mama Ulrike und Papa Michael, er ist Möbelhändler. Ich besuche Anna an ihren vier Wänden. Sie hat ein eigenes Apartment im Haus ihrer Eltern. Guten Tag. Hallo. Hallo Anna. Ich bin Kai. Hallo. Darf ich reinkommen? Darfst du, ja. Danke, das freut mich. Du hast es ja richtig toll hier. Ja, finde ich auch. Ja. Und du hast ja alles für dich hier mit eigener Küche und... Habe ich mir auch gewünscht. Aha. Kochst du auch selber dann Essen oder isst du dann eher auch manchmal, manchmal. Schon, ja. Und am liebsten kocht sie ihre Leibspeise Spaghetti Bolognese. Annas andere Hobbys sind Kartfahren, sie macht Wintersport und sie geht mit ihrem Bruder auf Rockkonzerte. Und auch zu Hause hat sie eine beachtliche Musiksammlung, ihre Lieblingsband Bon Jovi. Und außerdem liest sie wirklich gerne. Kannst du auch gut schreiben? Kann ich auch, ja. Was für eine Schule warst du? Ich war in der Gäste meine Grundschule. Mhm. Und da habe ich auch lesen gelernt und schreiben. Mhm. Das ist ein richtiges Himmelbett. Ja. Deine Kuscheltiere. Genau. Hast du ein Lieblingskuscheltier? Ja, das habe ich. Welches ist das? Schwarzauge, ein Bär. Der hier? Ja. Hat der einen Namen? Schwarzauge. Okay, ich weiß Weil auch warum. Weil er ein Auge hat. Mhm. Das ist das Badezimmer. Mhm. Also eine richtig komplette Wohnung, ne? Ja. Mit Waschmaschine und... Das machst du alles alleine? Also das mach ich alles alleine. Ganzen Haushalt, alles? Ja. Montags, Bad, Saugen. Genau, genau. 15:30 Uhr Muckibude. Ja. Da gehst du ins Fitness? Richtig. Schön. Ich finde es richtig toll bei dir. Wie ist das eigentlich für dich, wenn du, du hast Down-Syndrom? Ja. Kennst du viele Menschen mit Down-Syndrom? Ja, ich kenne viele, ja. Und du hast aber viele Freunde auch, die kein Down-Syndrom haben? Ja. Mhm. Das ist auch, finde ich besser so. Ich möchte auch Freunde haben ohne Behinderung. Mhm. Ja. Ja. Was ist denn für dich das Blödeste am Down-Syndrom? Wenn man nicht so viel lernt. Also man lernt viel, aber nicht als Nichtbehinderten. Hm. Ja. Weil man sich manche Sachen vielleicht nicht so gut merken kann oder so. Ja. Ja. Und gibt es auch so Situationen, wo du sagst, boah, das macht mich echt wütend. Das ist, finde ich, total doof, dass ich das habe? Ja. In der Schule ja. In der Schule wurde ich viel geärgert. Mhm. Auch brutal. Was haben die anderen da so gesagt? Ja, so blöde Wörter halt. Also Arschloch und ja. Anna kam mit 6 auf eine ganz normale Grundschule. Sie hat genauso schnell lesen und schreiben gelernt wie ihre nicht behinderten Klassenkameraden. Wenn du heute jetzt in der Stadt unterwegs bist, ja, kommen dann auch mal Leute, die dich dann ansprechen und dich fragen, sag mal, was hast denn du? Oder gucken die dann eher nur und glotzen so ein bisschen? Die gucken eher. Würdest du dir denn manchmal wünschen, dass Leute dich einfach mal ansprechen? Ja, auf jeden Fall. Hast du denn einen Freund im Moment? Nein. Hättest du gerne einen? Nee, ich möchte keinen mehr haben, nee. Warum? Das klingt so nach großer Enttäuschung. Da habe ich nicht so gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Ja, ich war nicht ehrlich, nee. Mhm. Das ist nicht so schön. Nee, finde ich auch. Nee. Und jetzt sagst du, Dann möchte ich nicht mehr. Aber du hast jetzt hoffentlich deswegen nicht den Glauben an die Liebe verloren. Nee, das nicht. Nee. In Köln treffe ich meinen Kumpel Ottavio wieder. Er lebt bei seiner Oma. Hast einen Hund? Heiß Auflaube. Ja. Der Ottavio, den habe ich bekommen mit 6 Wochen.
Mittagessen. Omas legendäre Reibekuchen stehen heute auf dem Speiseplan. Ottavios Leibspeise. Mit dabei Cousin Mike und Ottavios Tante Barbara. Boah. Oh. So, jetzt bin ich mal gespannt, wenn dein Teller kommt. Hey. Hm? Aber ein bisschen zu viel, ne? Ah, das ist für alle? Für alle. Ach so, ich dachte, es ist nur für mich. Nee. Da versteht Ottavio keinen Spaß, denn nichts liebt er mehr als Omas Reibekuchen. Komm, große oder kleine? Das ist mir. Ich möchte gerne auch zwei. Hm? Du nimmst zwei. Du hattest zwei. Nee, eine. Nee, ich hab dir zwei draufgetan, da hast du eins schon gegessen. Nee, gar nicht wahr. Hm? Du willst mich hier veralbern? Du bist nicht hier verkuckt. Aber du bist ein lustiger Mann. Ja? Du bist ein lustiger Mann. Okay. Mit dir kann man super Spaß haben. Hast du nie kennengelernt, Kai Flaube? Nein, woher denn? Du hast das schon mal gesehen im Fernsehen. Ja, aber nicht persönlich kennengelernt. Nee, ja, gerne. Ja, ja, gut Appetit, was die Oma gekocht hat. Ja, danke, danke. Ist aber richtig lecker. Mike ist nicht nur Ottavios Cousin, sondern auch sein bester Freund. Beide sind im gleichen Alter und kennen sich seit ihrer Geburt. Zusammen gehen wir Tischtennis spielen. Ottavio ist ziemlich gut, doch ich gebe alles. Oh, zu viel Wind. Oh. Ein 20. Hast du gewonnen? Ja. Ich bin sauer. Oh, sauer. Bin ich wirklich sauer? Ich habe nur Spaß gemacht. Okay, okay. Dass Ottavio das Down-Syndrom hat, spielt für Cousin Mike keine Rolle. Ottavio hat mir ja gesagt, ihr seid im Grunde wie Brüder. Ja, so im Endeffekt schon. Also ich bin ja mit dem groß geworden. So. Also von klein auf an, ist ja in meinem Alter, ich bin ein halbes Jahr jünger, er war halt immer ein bisschen größer und wir haben super viel zusammen gemacht. Wir waren oft im Urlaub als kleine Kinder, weil ich unternehme gerne viel mit dem. Ja, okay. Ist echt wie so ein kleiner Bruder irgendwie, obwohl er älter ist wie ich. Ja. Wie ist es so mit den Mädels bei ihm? Ja, also, manchmal passiert da schon was. Also manche Mädchen, die sprechen den schon mal an. Ich hatte so im Schwimmbad eine Situation, da haben den 4, 5 Mädchen angesprochen. Ich lasse ihn dann aber auch. Wenn die den ansprechen und sagen, oh, komm, dann soll er machen. Okay. Wenn dann ein Mädchen ist, was Interesse an ihm hat, kann man ihm das ja nicht verbieten. Von mir aus soll er gerne eine Freundin haben. Dass er jetzt bei Oma wohnt, ist ja toll. Oma kümmert sich ja auch toll um ihn. Aber das ist ja keine Lösung, die für ihn jetzt für ein Leben lang möglich sein wird. Ne? Also am liebsten wäre mir irgendwie so, ich würde mit dem meinen Rest des Lebens verbringen. Also ich würde für immer auf den Jungen aufpassen. Weil ich habe halt keine Lust, dass der in so ein betreutes Wohnen kommt und ich den dann irgendwie verliere auf eine gewisse Art und Weise. Auch wenn Ottavio aufgrund seines Down-Syndroms kein ganz eigenständiges Leben führen kann, auf seine Familie kann er sich voll und ganz verlassen. Tom Auweiler lebt mit seiner Familie in Bergisch Gladbach. Der 24-Jährige kellnert im Café Leichtsinn. Heute nimmt er mich mit auf eine Tour durch seine Stadt. Erster Stopp, Toms Lieblings-Currywurststand. Hallo. Hallo. Ach, du wirst hier gleich mit Namen begrüßen. Ja. Stadtgast, ja? Ja. Verstehe, verstehe. Was willst du essen? Ich nehme eine normale Bratwurst. Und ich will Currywurst und Currywurst mit Pommes. Alles klar. Ist das was dick macht? Geht. Jetzt auch. Ja, erwischt. Ja. Du merkst schon, beim Essen verstehst du keinen Spaß. Nee. Nächster Stopp, Toms Bank. Ach ja, erst nehmen wir abheben. Geld abheben? Ja. Hast du so eine Kontokarte? Ja, ist aber leider nicht dabei. Aber ich habe einen Ausweis zum so machen. Okay. Also das heißt, das holst du dir dann am Schalter? Ja.
Aber du hast so eine richtige EC-Karte, mit der du normalerweise auch dann auch am Geldautomaten Geld holen kannst. So mit Geheimzahl und allem drum und dran. No, ja. Holst du denn jeden Tag einen bestimmten Betrag ab, oder? Ich mache immer wie viel ich brauche. No. Ist denn schon mal vorgekommen, dass du hier Geld holen wolltest und es war nichts mehr auf dem Konto? Ja. Gab's auch schon? Ja. Geld alle? Ja. Muss man dann erst wieder warten, bis neues Geld kommt? Ja. Bei der Werkstatt. Weißt du, was du da verdienst im Monat? Genug. Genug. Das ist immer gut. Fährst immer die Frau erstmal. Ja, klar. Immer. Ich lass mal vor. Du bist schon ein netter Kerl. Ja. Gut erzogen. Gute Manieren. No. Sehr höflich. Nicht immer. Nicht immer? Hi, Ingrid. Das ist Ingrid Fehn, Toms Vertrauensperson, wenn es um Geld geht. Bei ihr hebt er immer sein Bargeld ab. Wie viel ist abgeben will? 15. 15 ist gut. Tu mal unterschreiben, bitte. Was musst du denn eigentlich alles von deinem Geld bezahlen? Du musst ja keine Miete zahlen zum Beispiel, du musst keine Bahnkarte zahlen. Nee. Kinoticket. Ja, das muss ich bezahlen, aber nicht viel. Nee, das 5 Euro. So Essen und Trinken, was du so, wenn du unterwegs bist, ne? Zu Hause hast du ja sonst... No. Das reicht, wenn Tom im Vornamen unterschreibt? Ja, Tom braucht nur einen Vornamen unterschreiben. Die zwei machen das immer so, ne? Genau. No. 15, ne? Hörst du denn dann nur bei der Frau Fehn das Geld oder bei anderen auch? Also auch bei anderen auch, bei anderen auch. Das geht schon. Ja. Tschüss, vielen Dank. Tschüss. Ja? Dann gehen wir jetzt nach Blumenladen. Blumenladen? Wir müssen Blumen kaufen. Mama? Oh. Mama hat immer Blumen verdient. No. No? Ich kaufe meiner Frau einmal in der Woche Blumen. Aha. Zurück bei Anna in Leichling. In ihrem Apartment entdecke ich einen Plan an der Wand. Er hilft Anna, die Kalendermonate den Zahlen 1 bis 12 zuzuordnen. Wann hast du Geburtstag? Ich habe im Oktober. Das heißt, am wievielten? Am 9.10.84. Mhm. Genau, weil der 10. Klar, ist ja der 10. Ja. Monat. Ne? Ich habe am 27.05. Das heißt, welcher Monat? 27.05. Welcher Monat hat die 5? März? Nicht ganz. Der Anfangsbuchstabe vom Monat stimmt, aber die 5? Mai. Genau. 27. Mai habe ich Geburtstag. Dann kann ich mal fragen, wie alt du bist? Was glaubst du denn? Bei einem Mann ist das nicht so schlimm, dann kann man ruhig daneben liegen. Und was mit 30? Oh. Oder 40? Weiß nicht. Hm? Ich kann das nicht. Das war beides sehr nett. Jünger als Papa bestimmt. Wie alt ist dein Papa? Der ist 56. Vielen Dank. Ja. Ich bin 45. Ah. Okay. Ist das jung oder alt? Jung. Danke. Bitte. Sehr lieb von dir. Das ist sehr nett. Anna zeigt mir den Weg runter zu ihren Eltern. Sie leben im gleichen Haus, doch Anna versorgt sich in ihrem Apartment komplett selbst. Ich freue mich sehr, Mutter Ulrike und Vater Michael kennenzulernen. Hier ist unser Wohnraum. Wie ist das denn jetzt auch trotz der Nähe, also dass Sie hier unten wohnen und Anna oben, sehen Sie sich häufig oder? Wir sehen uns jeden Tag, ja. Wir frühstücken zusammen, dann kommt sie immer ganz süß mit ihrem Tablett und bringt dann ihre Sachen mit, weil sie das ja selbst einkauft. Sie will ja selbstständig sein, aber ansonsten macht sie ihr Ding. Ne? Aber sie ist ja auch ganz oft alleine. Wir sind oft auf Reisen, mein Mann und ich. Und dann ist sie wirklich komplett, ein, zwei Wochen. Dann sorgt sie auch für das ganze Haus? Sie sorgt für das Haus, sie ist dann komplett hier alleine und macht das dann ganz toll. Ne? Gibt es Situationen, Momente, wo Anna das Down-Syndrom als echtes Handicap empfindet? Also ihr berühmtes Zitat, ich hasse Down-Syndrom. Das hat sie gesagt. Und sie freut sich dann oder atmet auf, dass sie wieder mit anderen Leuten, mit Nichtbehinderten zusammen ist. Und
Sie fordert Normalität. Mhm. Sie fordert, sie weiß, dass sie ein Down-Syndrom hat. Mhm. Sie liebt es nicht. Sie wäre lieber ohne Down-Syndrom. Mhm. Aber, das realisiert sie. Ja. Das realisiert sie sogar sehr gut. Das haben wir am Anfang so gedacht, ach ja, das wird sie gar nicht alles realisieren, aber sie tut es sehr wohl. Mhm. Ihr ist bewusst, dass sie nicht Auto fahren kann. Ihr ist bewusst, dass sie nicht jetzt, wo sie erwachsen ist, nicht mal eben in irgendeine Wirtschaftskneipe gehen kann, um Leute kennenzulernen. Oder das weiß sie schon. Ja? Mhm. Und dass es auch in ihrem Freundeskreis enger wird. Mhm. Das ist ihr schon bewusst. Und das findet sie, das macht ihr schon auch zu schaffen. Mhm. Ne? So ihr ganzes Finanzielle organisiert sie auch alleine? Ist sie da komplett die in der Lage zu? Steht gestiefelt und gespornt am 1. und sagt, ich muss zur Bank. Mein Gehalt ist ja gekommen. Ja. Ja. Wünscht sie sich im Grunde ihres Herzens eine Beziehung? Ja, das denke ich schon. Ne? Das denke ich schon, dass sie das möchte. Also da spricht sie eigentlich auch nicht drüber. Männer möchte sie eigentlich keine mehr. Sagt das sie, hat sie mir gesagt. Ja. Da gab es Enttäuschung. Natürlich würde es mich sehr freuen, wenn sie irgendwann mal eine nette Freundin oder einen Freund hätte. Mhm. Wären wir auch ganz offen. Mhm. Das heißt, sie ist nicht reinweg auf Männer festgelegt? Überhaupt nicht. Sie braucht einen Menschen, der sie liebt. Das ist ziemlich, glaube ich, egal, ob das Männlein oder Weiblein ist, ehrlich. Mhm. Also sie verliebt sich in Menschen? Ja. Ja, geschlechterunabhängig. Ja, und völlig. Ja. Mhm. Völlig. Ja. 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 Wobei haben Sie mit Anna am meisten Spaß? Als sie ihr Handy suchte, ganz verzweifelt, dann kam sie irgendwann die Treppe runter und schrie, ich habe ihn. Da hat sie gesagt, es, Anna, es. Sagte, na gut, es habe ihn. Das sind dann so die Dinge, die bleiben. Das ist ein geflügeltes Wort bei uns, wenn wir was suchen. Wenn wir was suchen, es habe ihn. Ich bin noch einmal bei Verena. Die 22-Jährige ist endlich in ihre eigene Wohnung gezogen. Und dort besuche ich sie heute. Seit einigen Tagen lebt sie nun in der neuen WG. Bin so gespannt, ob es ihr dabei gut geht. Hey! Hey. Wie geht's? Gut. Hast dich schon ein bisschen eingelebt in der neuen Wohnung? Ja. Und wie schaut's aus? Gut. Ich bin ganz gespannt. Ich auch. Ja, darf ich mal reinkommen? Klar, komm rein. Dankeschön. Das ist also Verenas neues Reich. Mann, hier hat sich wirklich einiges getan. Wow. Verena selbst ist immer noch begeistert. Ist ja echt cool geworden. Ja. Und die Wand ist super, oder? Ja. Fühlt sich wohl hier? Ja, sehr. Ist das noch ungewohnt? Nee, das ist eigentlich genauso wie im alten Zimmer. Nur, dass es in einer anderen Wohnung ist, ne? Ja. Daran musst du dich dann noch ein bisschen gewöhnen. Ja. Und das dauert jetzt mit der Zeit. Hm. Kannst ja nicht mehr einfach jetzt hier im Bett liegen und rufen, Mama, ich hab Hunger. Das wird schon anders, ne? Ja. Ich find's schick. Mir gefällt's. Mir auch. Zurück bei Ottavio in Köln. Der 28-Jährige hat ein großes Hobby, Schwimmen. Das Seepferdchen hat er schon. Jetzt will er unbedingt Bronze und Silber schaffen. Mal sehen, ob das heute klappt. Wie oft gehst du schwimmen? Ich gehe oft schwimmen. Ja, bist du gut oder muss ich dir heute erst zeigen, wie das geht? Ich bin gut. Schwimmen, tauchen? Auch. Arschbombe? Ja. Ja? Ja. Kannst du? Ja, kann ich. Salto auch. Salto auch? Ja. Bei Salto habe ich Angst. Da hast du Angst. Hm. Was bist du für ein Sternzeichen? Wassermann. Ach, deswegen kannst du auch so gut schwimmen, oder? Ja. Ja? Ja. Was ist denn typisch für Wassermann? Dann Liebe bedürft es. Ja. Ja, sag mal. Ja. Soll ich den Namen nehmen? Hm? Stürzen uns ins Wasser. Ottavio macht seinem Sternzeichen Wassermann alle Ehre. Das ist ja wie Urlaub hier heute mit dir. Oder? Das ist gut schwimmen. Ja, super. Wann warst du eigentlich das letzte Mal so im richtigen Urlaub?
Einmal Teneriffa. Teneriffa? Ja. Warst du schon mal in Mallorca? Ja. Was habt ihr da gemacht die ganze Zeit? Auch Meere, bin geschwommen, bis über die Boje. Party gemacht? Party. Ja, hast du? Getrunken. Was? Was gab's da? Halbe Wodka hab ich getrunken. Wodka? Ja. Hast du gar nicht? Ja, hab ich gemacht. Und mit den Mädels geflirtet und getanzt? Ja. Sagen wir mal, lang unter Wasser. Am nächsten Tag unter. Unter Wasser weiterreden? Ja. Ja? Kann man machen. Ja. Hast du verstanden, was ich gesagt habe? Ja. Was habe ich gesagt? Wir gehen Döner essen. Nein, ich habe nicht gesagt, wir gehen Döner essen. Ich habe gesagt, hallo Ottavio, wie geht's dir? Hans Hunger. Mir geht's gut, habe ich gesagt. Hans auch gesagt. Seit 9 Jahren hat Anna einen richtigen Job. Sie arbeitet in einer Kindertagesstätte. Heute besuche ich sie in ihrer Kita. Anna ist stolz auf das, was sie tut. Yeah. Wer hat denn hier was an die Decke gehängt? Das waren die Kinder und waren. Nee, das waren also nicht die Kinder, Anna. Du kannst mir viel erzählen, aber nicht, dass das die Kinder dahinter sind. Ja, also meine Kollegen. Ja, ja. Da kommen die. Es sei denn, die Kinder haben so. Ja. Das könnte es gewesen sein. Das könnte es, genau. Ja. Annas Aufgaben im Kindergarten: mit den Kindern spielen, Geschichten vorlesen. Und ganz wichtig, die Zubereitung des Essens. Ja. Wie die Möhren das macht. Michel, das ist doch der Möhren hier. Nein. Wie heißt der denn? Tomaten. Der heißt, Tomaten? Du heißt doch Möhren, oder? Der heißt Tomate. Ja? Sag mal, Anno, was magst du denn ganz besonders hier an der Arbeit hier im Kindergarten? Ja, also ich finde Kinder gut, ich liebe Kinder. Mhm. Dann mache ich auch die Schale ab. Und das ist mein absoluter Traumjob. Ja? Ja. Warst du als Kind selber denn auch im Kindergarten? Ja, war ich, ja. Ja? Ich war nicht im Kindergarten. Meine Mama war zu Hause. Und ich war dann erst in der Schule, war ich dann weg. Erst? Mhm. Dann esse ich die Schale auf. Mhm. Michel? Franz? Oh, nee, das ist aber ganz schön. Was machst du denn jetzt zum Beispiel, wenn die Kinder mal streiten oder so? Da musst du ja schon etwas schimpfen. Also. Und hören die dann auch? Mal ja, mal nein. Manchmal. Ist die Anna denn eher streng oder ist die immer nett zu euch? Manchmal. Mal so, mal so? Ja. Und wenn du jetzt Kinder so gerne magst, wie sieht es denn mal mit eigenen aus? Wenn ich ehrlich bin, ich möchte keine eigenen Kinder haben. Ne? Nee. Oh. Dazu braucht man einen Freund. Das stimmt. Und dazu brauchst du einen Mann. Wozu braucht man einen Mann? Zum Kinderhalten. Zum was? Zum Kinderhalten. Zum Kinderkriegen? Ja. Der Papa, weiß ja Bescheid, du. Hm? Ja. Diana könnte ja dich als Mann nehmen. Nein, nein. Fertig, Anna. Fertig? Okay, dann dürft ihr in die Gruppe gehen. Das war's. Danke. Schon. Vor dem Essen wird noch mal kräftig gesungen. Du bist genial, jemanden wie dich. Nur Anna will anscheinend nicht so recht. Du bist, hat Gott dich ausgedacht. Er hat dich wirklich wunderbar gemacht. Und jetzt gibt's Frühstück. Der mit hier roten Tee. Und neben leckeren Butterbroten gibt es ganz viel Lob von Anna. Du siehst gut. Und du auch austrinken, ja. Bitte schön. Meine Team, du machst das gut. Und du machst das auch gut. Nach dieser Stärkung bin ich reif. Das Kitzelkommando fällt über mich her. Anna, du musst mir helfen. So, jetzt ist Schluss. Ich muss auch mal runter in die Küche und spülen. Und dafür brauche ich den Kai. Ach so. Ich muss mit der Anna in der Küche spülen. Nein, Polizei! Also um ganz ehrlich zu sein, wird das jetzt so ablaufen. Die Anna geht in die Küche und spült und ich erhole mich ein bisschen. Wenn ich mich da mal nicht täusche. Anna zeigt mir, wo der Abwasch gemacht wird. So, jetzt wird gespült. Hier rein. Einfach da rein.
genau. Ja, Anna, du musst mir das erklären. Du weißt ja, ich bin ja ein Mann. Ich ja, mich. Ich weiß. Mhm. Ja. Was lachst du da? Ja. Danke. Danke. Ich kenne nur die eine Küchenregel, wer kocht, wäscht nicht ab. Dankeschön. Kennst du das auch? Nee, kenne ich gerade nicht. Sagt man immer so. Ja. Das Mehl rein, das läuft aus. Was macht dir am meisten Spaß hier? Mit den Kindern zu sein, spielen und musen und toben. Aber ich habe vorhin gesehen, singen ist nicht so dein Ding, ne? Ich singe zwar, ich singe, aber ich singe nicht gerne, so. Hast du ein Lieblingslied ja. gerade? Was denn? Von Bon Jovi. Wie geht es? It's my life. Ah, yeah, das kenne ich. It's my life. Da, 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 da. Ja, genau. Das kenne ich. Gab es mal irgendwas, was du unbedingt lernen wolltest, was nicht ging? Was nicht ging? Also wurde dann irgendwann gemerkt, das schaffst du nicht? Auto zu fahren. Ich kann Kart fahren. Go-Kart? Ja. Hast du auch schon gemacht? Ja. Und das findest du total blöd, dass du keinen Führerschein hast? Blöd nicht, aber es wäre besser. Man kann ja selbst mit dem Auto zur Arbeit fahren. Wenn du einen Wunsch frei hättest, ja. Was würdest du dir denn wünschen? Auto fahren. Mit meiner Freundin zusammen wohnen. Das sind aber schon zwei Sachen. Entschuldigung. Die Arbeit ist getan, das Geschirr wird eingeräumt. Doch der Tag darf natürlich nicht enden, ohne dass auch Anna noch mal richtig ausgekitzelt wird. Anna, hast du Spaß? Ich weiß genau, wie du dich jetzt fühlst. Nein, 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 bleib ruhig bei der Anna. Mit Tom toure ich weiter durch Bergisch Gladbach. Ziel, Toms Lieblingsblumenladen. Ja, also, könntest du dir denn vorstellen, auch mal woanders zu leben als in Bergisch Gladbach? Ja, Köln oder Berlin. Köln oder Berlin? Warum ausgerechnet die beiden Städte? Köln, ich ist nicht weit weg. Köln ist mein Geburtsort. Mhm. Okay. Und in Berlin ist Berlin ist auch mehr los, mehr Partys und sowas. Ach so, große Stadt. No. Okay, verstehe. Hallo Tom. Hi Anton. Hi. Hallo. Ich sehe auch hier bist du mitgebracht. Ja. Ja. Ich sehe auch hier bist du gut bekannt. Hallo. Ja, klar, hallo. Anton. Hi. Hi. Hi Anton. Wir machen so. Jetzt dreckige Hände. Der hat dreckige Hände dreckige und da magst Hände. Du die nicht geben? Nee. Also mir gibst du die Hand, aber ihm nicht. Ja, also. Wie lange kennt ihr euch schon? Lang. Ich glaube 14 Jahre. Ja. 14? Ja, 14. 14 Jahre alt. Und der Anton kommt aus Holland, höre ich. Richtig. Ja. Und Tom auch ganz gerne selbst in Urlaub fährt. Ja. Und seine Schwester auch in Holland studiert. Ja, ja. Genau. Und wie oft seht ihr euch so in der Woche? Fast jeden Tag. Fast immer. Ja. Und kommst du dann nur zum Blumenkaufen her oder manchmal auch nur so zum Quatschen? Nur hallo, wie geht's? Hallo. Was er erlebt hat. Hallo. Mhm. Aber ich habe gehört, es gab hier mal eine Geschichte, wo du irgendwie mit einer Rose so im Mund. Im Mund. Weißt du das noch? Was? Was ist? Da warst du noch in der Schule. Erzähl mal, Anton. Was da kamst du mit dem Bus, wie immer, vor der Tür raus. Da war eine Freundin von mir, die saß dort auf dem Stuhl. Ja. Da hast du gesagt, kann ich mal Rose haben? Habe gesagt, was für? Sage dir später. Hast du Rose ausgesucht, in den Mund, bist bei ihr auf die Knie gefallen und hat Romeo und Julia rezitiert. Was aber das war so schön und du hast das so super gemacht. Ja, so. Du bist der verrückte Kerl. Mach nicht. Das ist wirklich nicht schlimm. Was mag denn deine Mama für Blumen gerne? Schöne Blumen. Schöne Blumen. Anton hat noch ein paar schöne Blumen für uns. Oh. Cool aus. Ja.
Okay. Tschüss. Wunderbar. Vielen Dank. Danke, danke. Oh, nee, du machst so, ne? Ja. Tschüss. Ja. Oder so, ja. Tschüss, Anton. Tschüss, Tom. Bye, bye. Ja, bye. Mach's gut. Weißt du, wie das auf Holländisch heißt? Danke. Dankeschön. Thank you well. Mit Ray. Ja, danke you well. Danke well. Lieb mir. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Anna nimmt mich heute mit in den nächsten Supermarkt. Du hast einen Einkaufszettel dabei? Ja, das habe ich. Hast alles aufgeschrieben, was wir brauchen? Ja. Okay. Ich bin dein Korbträger. Da, da hinten. Nüsse. Wo sind die Nüsse? Ah. Hier. Hier sind sie doch. Ich brauche zwei. Dann brauchen wir... Warte. Aprikosenmarmelade. Sonst wirst du wieder da hinten sein. Ja, yeah, ich folge dir einfach. Okay. Ganz unauffällig. Ja? Tag. Das ist noch Pflaume. Ja, vielen Dank. Hallo. So ungefähr. Zielstrebig findet Anna die Zutaten. Doch dann. Hä? Jetzt haben die hier umgeräumt. Das wäre natürlich gemein. Schätzchen, was suchst du denn? Ich suche Aprikosenmarmelade. Marmeladen sind doch hier hinten. Da auf der Ecke, damit die Marmelade. Oh ja. Da musst du hingehen. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Ah, hier. Wo findest du die noch? Aprikosenmarmelade haben wir dann. Ja, eine Frage. Ist es gut, wenn er dich erkennt oder nicht? Ja, grundsätzlich ist das schon gut. Weil es ist ja toll, wenn die Sachen, die ich im Fernsehen mache, viele Leute gucken. Ja. Und die vielen Leute, das sind ja manchmal ein paar Millionen, die so eine Sendung schauen, ja, die trifft man natürlich dann auch, wenn man rausgeht, auf die Straße geht. Und die Leute reagieren ja eigentlich ganz nett, oder? Ist ja. Was an, oder hat irgendjemand was Blödes gesagt? Nein. Nee. Hallo. Okay, jetzt aber, brauchen wir... Aber ich muss ja mal zurückfragen, wie findest du das denn, wenn du mit mir jetzt hier in den Supermarkt gehst und plötzlich drehen sich die Leute alle um und gucken und... Weil damit gucken die ja auch auf dich. Ja, ein bisschen komisch und gut. Hm? Muss man sich aber erst dran gewöhnen, ne? Ja. Ja. Hm. Was okay, brauchen wir denn noch? Ich brauche mal 6 Eier. Geht's? Ganz schön praktisch, so ein Mann, der einen die Sachen trägt, ne? Ja. Jetzt noch schnell bezahlen. 21,85 bekomme ich mit. Ja. Und das Wechselgeld überprüfen. Passt. In Köln machen Ottavio und ich das Hallenbad unsicher. Besonders begeistert ist der 28-Jährige von der Wasserrutsche. Doch jetzt wird es ernst. Ottavio will unbedingt die Schwimmabzeichen Bronze und Silber schaffen. Die Bademeister erklären, was zu tun ist. Das sind 16 Bahnen. Da muss man auch 2 Meter tauchen, Ring rausholen, springen vom 3-Meter-Turm. Und die Baderegeln muss man lernen. Die Baderegeln? Jawohl. Das ist zum Beispiel? Zum Beispiel darf man ohne zu duschen ins Wasser, darf man mit vollem Bauch ins Wasser, darf man mit leerem Bauch ins Wasser, wenn man Ohrenleiden hat. Darf man Pippi ins Wasser? Genau, all solche Sachen. Ja, willst du loslegen direkt? Es geht direkt los. Ottavios erste Disziplin, 16 Bahnen schwimmen in weniger als 12 Minuten. Auf die Plätze, fertig und los. Weiter, immer weiter!
Dorothy, gib Gas! Was schaffst du in der Zeit? Komm! Die letzte Bahn. Ottavio gibt alles. Letzten Meter. Sehr gut. Gleich geschafft. Ganz geschafft. Und... Hey. Ja, super. Super, hast geschafft. Hast es geschafft, war dann. Knapp, aber gut. 11:53. Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Ja? Auguri. Den Ring rausholen. Den Ring musst du jetzt gleich noch rausholen, genau. Willst du das jetzt direkt machen? Ja. Dann holst du den einfach mal hoch. Wo ist der Mann, bis der unten ist? Okay, okay. Wenn das jetzt was zu essen wäre, dann... Jetzt musst du noch einmal vom Dreier springen. Okay. Dann hast du es geschafft. Wenn Ottavio den Sprung vom 3-Meter-Brett schafft, dann hat er die Abzeichen Bronze und Silber sicher. Doch traut er sich das auch? Ottavio hat es geschafft. Bronze und Silber in einer Tour. Der 28-Jährige ist zu Recht stolz auf sich. Jetzt bekommt er sie, seine Abzeichen. Danke. So, du hast also heute dein Rettungsschwimmabzeichen Bronze und Silber gemacht. Also hast zwei Prüfungen heute geschafft. Das schafft auch nicht jeder an einem Tag. Also hast du echt gut gemacht. Ja. Ja. Einmal das Bronzene für dich, das Silberne. Hier, das macht Oma dann, weißt du hier. Da wird dann hier so drauf genäht, ne? So, und das andere entweder da oder kann man auch oben drüber. Und dann weiß jeder, ne, dass du... Das Schwimmabzeichen dann, Bronze und Silber. Und hier ist noch dein Schwimmpass, da steht alles drin, was du geschafft hast. Ja, der wird hier auf die andere Seite drauf genäht, hier auf die Seite. Genau. Hast du echt gut gemacht. Ich finde ja? nicht schlecht für einen Italiener. Ja. Bravo, auguri. Tanti auguri, ne? Fai bravo. Sag mal, was macht denn dein Tattoo eigentlich? Hast du dir noch was dazu schreiben lassen? Das ist doch neu, ne? Da steht doch mal Oma Forever drauf. Ja. Du hast ja ganz schön den Schauer bekommen. Hey. Du hast ja ganz viel Schauer bekommen. Hier, guck mal, da ist alles noch drauf, alles noch Schauer. Du musst das richtig abspülen, Otti, sonst geht der Schaum nicht runter. Guck mal hier, alles ist ganz... Ja, ja, du musst alles leer. Hey, machst du? Hey, weg da, du da. Das war die Matte. Ich schlag dich da gerade schon hier. Hau ab jetzt. In Leichlingen nimmt mich Anna mit auf eine Radtour. Geht's berghoch oder bergrunter? Runter. Ah, das ist gut. Unser Ziel? Annas Reiterhof. Eine Straße, viele Bäume. Ja, das ist eine Allee. Wie alt warst du, als du Fahrradfahren gelernt hast? Weißt du das noch? Da war ich jung. Lauter war ich 5. Und hast du mit Mama oder mit Papa gelernt? Mit beiden, beiden. Und mit meinem Bruder. Ist da immer jemand hinter dir hergerannt und hat aufgepasst, dass du nicht umfällst? Ja. Und konntest du gleich bremsen oder war das schwierig am Anfang? Und das, trotzdem war Anfang war es ein bisschen schwierig, aber ich glaube, sonst ging es eigentlich. Ich habe schon schnell gelernt. Weißt du, was ich immer gemacht habe? Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten mit Bremsen. Okay. Konnte aber schon super Fahrrad fahren. Und wenn es zu schnell wurde und ich nicht anhalten konnte, ja, dann bin ich einfach abgesprungen und habe das Fahrrad weiterfahren lassen. Okay. War ein bisschen wild.
Unglaublich. Ich war ein wildes Kind. Okay. Ich habe mir 6-mal einen Arm gebrochen. Wow. 3-mal rechts, 3-mal links. Okay. Okay, jetzt können wir Gas geben. Okay. Zielgerade. Zielgerade. Du bist ganz schön schnell unterwegs. Da muss ich mich ins Zeug legen. Wir kommen am Stall an und dort wartet schon ihre Freundin Isabelle auf uns. Auf welchem Pferd reitest du? Ich reite auf Aline. Okay. Auf dem weißen Pferd. Hast du das hier? Ja. Hallo Aline. Hallo. Ist Aline ein Hengst oder eine Stute? Eine Stute. Sonst wäre der Name auch echt doof. Hallo. Ist ja ein weißer Schimmel. Ja. Was ist so cool am Reiten? Ich liebe Pferde über alles und ich wollte immer schon reiten. Ich kann jetzt überhaupt nicht reiten zum Beispiel. Ne? Ja. Was macht einen guten Reiter aus? Ja, das ist Übungssache. Also meinst du, das ist nur Übungssache? Auch, ja. Und man kriegt Muskelkater. Ach, das auch noch? Ja. Wo denn? In den Beinen. Oh. Die ganzen Beine. Weil das immer hoch und runter geht. Ja. Doch bevor es aufs Pferd geht, müssen wir Aline erst noch hübsch machen. Wollen wir vielleicht schon den Sattel holen? Ja. Ja, gute Antwort. Alles okay. Was ist das so für ein Pferd, die Aline? Aline, ja, die ist total lieb. Aber die zickt schon mal rum. Zickig? Ja. Also die ist schon mal, die kann stur sein. Mhm. Dann muss man antreiben. Entweder mit Füßen oder auch mit der Gerte. Die kann nämlich stur sein. Also liegt das am Geschlecht oder? Nee, an dem Alter. Die ist ein Jahr jünger als ich. Sieht man gar nicht. Ist aber so. Mhm. Sieht man nicht, aber. Du siehst viel jünger aus als Aline. Danke. Reiten im Regen, ich kann mir eigentlich nichts Schöneres vorstellen. Hü! Es heißt nicht Hü! Was denn? Was denn dann? Deine Sprache! Und mit den Füßen! Sandor! Du musst jetzt brav neben mir bleiben. Redest du jetzt mit dem Pferd oder mit mir? Mit dir. Ah, okay. Ja, du bist gut. Wie sehe ich aus auf dem Pferd? Du siehst gut aus. Ja? Guck, da hat ja einen Bock. Du musst antreiben. Los, Sandor. Ich glaube, ich gehe jetzt öfter mal reiten. Das macht total Spaß. Es macht auch Spaß. Ja. Mit Füßen. Ah, es köttelt. Ach so, es köttelt. Was ist mit dir mit Tieren? Magst du Tiere? Ja, ich mag ganz besonders Pferde. Okay. Ja. Nee, ich habe 2 Hunde zu Hause. Ah. Und wir haben eine Katze und 5 Schildkröten. Wow. Ja. Okay. Also ich mag Tiere schon gerne, finde ich gut. Okay, und willst du die kurze Strecke Lust haben? Hä? Willst du die kurze Strecke Lust haben? Ja, können wir machen, aber ich weiß nicht, ob die Pferde das wollen. Bist du da? Ich finde den Gang nicht. Ja! Reiten überlebt. Doch bevor der Tag zu Ende geht, drehen wir noch mal richtig auf. Darf ich jetzt immer mitkommen, Anna? Darfst du? Ottavio hat heute Bronze und Silber geschafft. Die neuen Schwimmabzeichen will er unbedingt seiner Oma und seiner Tante zeigen. Also wir müssen euch was ganz Tolles zeigen. Wirklich was ganz, ganz Besonderes. Ich hab das geschafft. Da kann man richtig stolz drauf sein. Ich habe Bronze. Das deutsche Schwimmabzeichen für Erwachsene. Cool. In Bronze. Und das ist noch nicht alles, denn das ist das deutsche Schwimmabzeichen für Erwachsene in Silber. Ich hab hier. Sag mal, weißt du noch, was du schwimmen musstest? 100 Meter Bahn. Ja, das waren 16 Bahnen. 11 Minuten 53. Alles hintereinander weg.
Da kam er aus dem Wasser, hat er gejubelt, da habe ich gesagt, ja, Bronze, ja, cool, und Silber. Ja. So, gehen wir jetzt was essen. Das ist so da, Bio. Ja, ja. Kann Oma das auf die Badehose nehmen? Mach ich. Na ja, Schatz. Ist doch mehr ein Delfin als ein Walfisch. Ich auch mal. Super. Wunderbar. Wunderbar. Noch jemand, der gedrückt werden möchte? Otavio hat mich heute erzählt, er ist Wassermann und er ist sehr liebebedürftig. Ja. Das war ein wirklich toller Tag mit Otavio. Sechs außergewöhnliche Menschen mit noch außergewöhnlicheren Geschichten. Das ist meine Welt. Sie haben mir erzählt, was sie bewegt. Und Mama und Papa? Aber gerne mehr. Ja, ich nehme die Pille. Ja, Liebe ist für mich Wärme, die von Herzen kommt. Ich bin nicht schwul. Und ich habe auch Ihre Fragen beantwortet. Kai, dein Beruf, macht dir eigentlich Spaß? Klar. Findest du das denn so, dass die anderen dich so fotografieren? Hast du einen Schiefbruder? Nee, einen richtigen Bruder. Richtige Bruder. Hast du einen Hund? Heiß auflaufen. Ja. Aber vor allem haben wir ganz viel Spaß gehabt. Juhu! Ja, es geht besser!